Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Ja, in der letzten Folge haben wir den Hebel hier gezogen und festgestellt, dass das einen Mechanismus Ich glaube ausgelöst ja hat. nicht, das ist funktioniert. Okay. Ich dachte eigentlich, wir sollten jetzt irgendwas machen, dass wir mit dem. Okay, das geht aber anscheinend nicht runter. Oder geht es nach einer Zeit runter? Ich hoffe nicht. Oh Mist. Die Statue bewegt sich wieder. Scheißdreck. Ja, zum einen das und zum anderen, du bist gerade fast gestorben, aber ist in Ordnung. Können wir nicht hier einfach hochklettern? Ich meine, das ist sehr unlogisch, dass wir da nicht hochkommen. Ja, okay, es ist nicht ganz so einfach, wie ich gehofft hatte. Hatte ich mir jetzt aber auch schon fast gedacht, weil, wie gesagt, das wäre zu einfach. Da kann man auch nichts mitmachen hier, ne? Kannst du das Ding nicht irgendwie bewegen, Mädel? Kann ich dir das nicht sagen, dass sie das bewegen soll? Dein Ernst? Also die ersten zwei. Nee, beim zweiten, da bewegt er sich schon, ne? Wow. Okay, der kommt aber auf jeden Fall dahin, wo man hinspringt. Hallo, wieso? Ich denke, der geht in die andere Richtung. Uiuiui, okay. Aber wenn ich geradeaus springe, dann tötet er mich ja auch. Das dachte ich mir schon. Dann steht er wieder normal. Dann holt er Schwung. Das schaffe ich nicht in der Zeit, ne? Das war knapp. Aber erwischt er mich da auch? Das ist die Frage. Oh ne, anscheinend nicht. Boah, okay. Okay, ich glaube, das war's. Komm hier rüber. Genau, komm du einfach mit den Treppen hoch. Das, was ich ja nicht durfte, weil wegen Spiel, ne? Okay. Da ist sie. Wir können weiter. Puh. Verdammt nochmal. Oh nein. Statuen. Jetzt mit zwei verschiedenen Symbolen. Ein Stern und Ringe. Das sind alles Häuserler Sonnensymbole. Aber deine Beschreibung finde ich besser. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum sie nicht mit dem Hebel irgendwie dagegen arbeiten kann. Es sind aber drei und nicht zwei, wie sie gesagt hat. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Ist das euer Ernst? Ist das euer fucking Ernst? Wenn er so steht, holt er aber aus, oder? Ganz schön knapp. Und trifft da. Geht da anscheinend nicht. Frage ist, wird der auch hinter sich ausholen oder? Ja, dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das erste, okay, das ist noch machbar, aber... Also erstmal... Dann holt der aus, aber der geht nicht hier rechts hin, ne? Das ist richtig. Ja. Oh mein Haar! Naja. Da ist er jetzt erstmal wieder normal. Da muss ich rüber. Das ist in Ordnung. Wieso holt er jetzt dahin? Voran. Ja doch, aber da treffen sie mich beide nicht. Okay, dann habe ich es nur... Die Frage ist, ich muss hier als erstes da drauf. Der holt nicht aus, der da hinten schon, der nicht. Aber der trifft mich doch, wenn ich da jetzt rüberlaufe. Weil da ist es ja egal, ob ich dann auf der Seite stehe oder auf der anderen, oder? Ich probiere es mal. Ja. Also sie, an einen von den dreien trifft der mich auf jeden Fall, nehme ich mal an. Das heißt, eigentlich müsste ich dann wieder zurückspringen. Also die nachfolgenden Folgen können sich um einige Stunden verzögern, meine Lieben. Das hat mir wehgetan. So, das hier vorne ist klar. Das ist nicht so schlecht. Wobei ich das nicht verstehe, weil... Ach so, ja. Er trifft nur da, wo das hell ist, ne? Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier hin. Der geht aber zurück. Der geht zurück. Fast da. Na ja, gut. Da bin ich eben zweimal das gleiche entlang gelaufen. Kann das sein? Geschafft. Komm hier rüber. Oh nein, ihr wollt mich doch verarschen. Ah. War klar, dass noch was kommt. Woher wusstest du das? Alle guten Dinge sind frei. Hat das irgendeine Bewandtnis, dass die so leuchten? Oh mein Gott. Also, der schlägt offenbar an die kupfernen Dinger. Oh, zwei. Drei, aber der schlägt jetzt... Der schlägt aber doch auch wieder, oder? Ah, wollt ihr mich jetzt veräppeln? Oh, hab den Luftzug gespürt. Mhm. Die Frage ist, schlägt der einmal im Kreis oder schlägt der, Okay, der schlägt anscheinend im Kreis. Jetzt weiß ich nicht, ob der jetzt zu mir gedreht war. Oh, wahrscheinlich muss ich jetzt einen zurückgehen, oder? Ja, 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 ja. Okay, der geht nach links. Ich habe es nicht so mitbekommen, in welche Richtung der gegangen ist. Okay, aber der Anfang war schon mal nicht schlecht. Trotz, dass ich gerade total, ja, oh mein Gott. Die Frage ist, drehen die sich alle im Uhrzeigersinn? Der guckt jetzt zu mir, der nicht. Die beiden drehen sich, also gegen den Uhrzeigersinn meine ich, die beiden drehen sich nach links. Der dreht sich anscheinend gar nicht groß. Oh. Ja, 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 okay. Ich habe jetzt irgendeinen Fehler habe ich gerade gemacht, den ich eben nicht gemacht habe. Eben habe ich nicht beobachtet, in welche Richtung sie sich drehen. Und jetzt habe ich nicht beobachtet, wo sie geschlagen haben. Das war jetzt natürlich... So, also der kann bis zwei nach vorne schlagen. Wenn ich da rumgehen würde. Aber ich müsste doch jetzt... Muss ich jetzt nicht? Ja, das hatte ich eben gemacht, genau. Der schlägt aber wieder, wenn er so steht, oder? Nee, der hat sich jetzt zurückgestellt.
Was ist mit dem? Der schlägt jetzt nicht. Er schlägt aber in der nächsten Runde. Moment, Moment. Der kann jetzt noch nicht nach hier. Der hat noch einen mindestens dazwischen. Der sollte nicht schlagen. Der hat gerade geschlagen. Ich hoffe, dass der jetzt nicht nochmal danach schlägt. Oh. Wer war das jetzt? Boah, ich hasse solche Rätsel. Gut, dass ich einen kleinen Cut gemacht habe in der letzten Folge. Oh, je, je. Okay, also der, so. Hier bin ich neutral. Da muss ich jetzt antäuschen. Da muss ich wieder zurück. Die Frage ist jetzt... Mir geht's gut. Wenn ich da wieder runtergehe, sollte der eine mich nicht schlagen. Der hat ja jetzt gerade nach hier geschlagen, wenn ich das richtig gesehen habe. Der andere würde sich in Position setzen. Der würde aber schlagen. In dem Moment, wenn ich da hinten auf das zweite trete, oder? Eins nach vorne. Ne, jetzt hat er es hochgehoben. Obwohl der andere würde dann dahin schlagen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Moment. Okay, war jetzt so gut. Jetzt gerade einen Fehler gemacht, oder war das jetzt... So, der andere schlägt jetzt in meine Richtung. Der hat gerade geschlagen. Der darf doch eigentlich jetzt nicht nochmal schlagen. Wer hat mich denn jetzt geschlagen? Ach, du hast wohl recht. Ja. Also ich würde mal sagen, dass ich das jetzt ab hier probiere und dass ich dann die Varianten rausschneide, die falsch sind. Weil es bringt euch ja nichts, wenn ihr da jetzt die ganze Zeit zuschaut, wie ich hier rumhüpfe. Und ich lasse jetzt als nächstes die Variante, ich hoffe, ich denke dran, ich schneide dann als nächstes die Variante rein, wo ich durchkomme. Weil irgendwie habe ich scheinbar immer einen Denkfehler. Entweder hat das was mit hier vorne zu tun. Oder ich weiß auch nicht. Tja. Wir versuchen es einfach mal. Boah, das muss doch zu schaffen sein. Was mit ihr? Bevor sie zuschlagen, leuchten die Statuen auf. Ja, echt? Das ist mir auch schon aufgefallen. Das bringt mir nur nichts. Ja, vielleicht muss ich ja doch mal einen anderen Weg probieren. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also das ist ja richtig. Und dann hier, da sind wir ja noch safe. So, was ist, wenn ich dann... Gehe ich ja sowieso nach rechts. Und der schlägt dann ja zu. Dann gehe ich wieder darüber. Der... schlägt jetzt aber zu, der eine. Ach so, aber auf die Seite. Ah, okay. Okay. Ja, du hilfst. Nein, nicht springen. Nee, springen. Böses Mädchen. Du hilfst mir ja eh nicht. Die ersten zwei sind safe, das ist klar. Dann kann ich nur hin und zurück, sonst wäre ich halt tot. Der schlägt aber jetzt auf die andere Seite. Dann kann ich noch einen Sprung machen. Der schlägt rechts, oder? Okay. Und jetzt? Okay. Er schlägt dahin. Und der schlägt aber jetzt als nächstes dahin, oder? Wo ist denn... Wo schlägt der jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Schlägt er geradeaus oder schlägt er zur Seite?
Und wo schlägst du jetzt als nächstes hin? Schlägst du... Oh, ich muss es ausprobieren. Okay. Über die Hälfte. Ja, sagen wir über die Hälfte. Da bin ich safe, ne? Okay, dann, die sind gerade nicht in Position. Der geht angeblich nach links. Das ist die Frage. Der schlägt als nächstes. Der schlägt aber... Nee, der schlägt auf jeden Fall hier hin. Ganz schön knapp. Mhm. Die Frage ist... Ach, dreh dich doch einfach mal, wenn ich drücke. Der schlägt nicht nach da hinten, wenn ich das richtig sehe, oder? Oh mein Gott. Oh. Läufst du da mal durch? Statt da dumm rumzustehen? Frische Luft. Ach, sehr schöne Aussicht. Kann ich leider nicht genießen, weil ich da gerade so durch bin. Oh, und innerlich auch komplett durch bin, nebenbei bemerkt. Oh Gott. Wo ist sie denn? Hallo? Tod. Es roch nach Tod. Dann mal los. Das wird wohl ein Bild einer Axt. Gut geraten. Nehme ich an. Ja, ich denke, das, ne, das sollte... Oh, nein, nein. Das ist noch schwerer. Nein, wieso kann ich die... Hallo, wieso kann ich die Scheibe nicht wechseln, dass ich nach innen gehe? Ah ja, nee. Hä? Verstehe ich gerade gar nichts. Das gehört doch eigentlich dazu, aber ich muss die innere Scheibe haben. Ah, jetzt geht's auf einmal. Nee. Ach so, die dreht sich, aber die dreht sich nicht richtig. Man, die geht dann... Hä? Bewegt die sich irgendwie nach unten? Nee, ne? Aber die dreht sich auch überhaupt nicht mal ansatz... Ach so, Moment. Ah, okay. Ja, 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 ja. Okay, okay. Schön, dich zu sehen, Shiva. Gut. Drehen wir das Wasser auf. Wow, wow. Was, wenn es diesmal anders ist? Vielleicht kommt Feuer oder so. Du verarschst mich doch. Aber sowas von... Na, ich bin nicht sicher. Theoretisch ist es möglich. Geschafft? Was? Ich bin enttäuscht, dass es kein Feuer ist. Noch ein Wasserfall. Ja, das macht 2 von 3. Sie haben sich echt ins Zeug gelegt, um den Zahn zu verstecken. Tja, der Stoßzahn war... Das Symbol der Überlegenheit der Häusaler. Er repräsentierte ihren Reichtum und ihre Macht. Eine nette Trophäe für die Perser. Ja. Mein Dad dachte immer, dass der Stoßzahn noch eine größere Bedeutung hätte. Warte. Dein Dad war hinter dem Stoßzahn her? Oh, mein Dad war davon besessen. Er verbrachte Tag und Nacht mit seinen Forschungen. Unser ganzes Geld verschwendet. Für sinnlose Expeditionen. Kommt mir bekannt vor. Ach. Und was wurde daraus? Keine Ahnung. Er hat mich und meine Mom weggeschickt, meinte, es wäre nicht mehr sicher. Und so gingen wir nach Australien. Und jetzt stehe ich hier. Direkt am Rand von Halebid. Irgendwie ziemlich witzig.
Und das letzte Fort ruht im Seebett. Das ist also das mit dem Bogen. Australien? Das erklärt so einiges. Ja. Fraser klingt nicht besonders indisch. Meine Mutter hieß so. Gehen wir zurück zum Wagen. Ja, und wahrscheinlich läuft das dann auch immer gleich ab, dass wir auf dem Rückweg jetzt wieder schießen müssen. Abkürzungen sind immer gut. Zum Glück müssen wir nicht den gleichen Weg zurück. Ich hätte dir beim Ausweichen geholfen. Sprich, dreimal Lara Croft, dreimal schießen. Nehme ich mal stark an. Wo ist jetzt das Fahrzeug da unten? Heute nicht? Das würde mich wundern, ehrlich gesagt. Aber es wäre ein Überraschungseffekt, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. So, soll ich jetzt hier auf dem Stückchen wenden? Ist das jetzt euer Ernst? Ja, okay, es geht aber eigentlich. Ergibt jetzt mehr Sinn, dass Asaf den Stoßzahn sucht. Ich dachte, es ging ihm ums Geld. So wie er nicht abkürzt? Er wird damit die Leute auf seine Seite bringen. Ihn der Regierung vorführen. Genau wie all die Male zuvor. Das ist schon mal passiert? Oh ja. Seit der junge König gegen die Perser verlor. Jeder... Einen Moment! Ich habe da gerade was blinken sehen. Ah, ich kann zwar überhaupt nichts sehen, aber ich habe gerade was blinken sehen. Ich drücke jetzt einfach das, was ich gerade so sehe. Mit Y. Sehr schön. Dann haben wir hier ein Geheimnis mitgenommen. Wo waren wir? Du hast gesagt, dass um den Stoßzahn gekämpft wird. Jeder wollte ihn und dieses Land für sich beanspruchen. Und ich dachte, das hier sei eine ganz normale Schatzsuche. Ist es auch. Sollen Männer wie Asaf darum kämpfen? Nicht unser Problem. Ich habe eine Zeit lang in Kriegen gekämpft. Stimmt. Aber für Geld? Meistens. Wie als du für Asaf gearbeitet hast? Auf jeden Fall ein Taschengeld. Nicht wirklich den Ärger wert. Autsch. Warum hast du es gemacht? Wollte mir einen Namen machen. Dachte, ich fange mit dem Schlimmsten an. Oh, Moment. Scheiße, da vorne sind überall welche. Wird schon schief gehen. Ja, und ich habe noch gesagt, es wird garantiert noch geballert auf dem Weg dahin. Natürlich hatte ich mal wieder recht. So. Oh. Frage ist, können wir hier hoch? Und können wir den Typen überraschen? Alles gut, Chloe. Nein, du sollst da runter, genau. Okay. Stehen ja natürlich alle so blöd, aber es ist gut, dass wir reingelaufen sind letztendlich. Denke ich. Hoffe ich. Ich bin mir nicht sicher. Komm. Pinkelpause kannst du auch hier machen. Nein, da hinten ist ganz böse. Böse. Dummer Idiot. Lauf. Komm zu mir. Komm, mein Kleiner. Du hältst hier gerade so bescheuert, dass ich dich nicht von hinten überraschen kann. Lutscher. So, okay. Dann fangen wir mal hoffentlich bei jemand anderen an. Ist da oben einer drauf? Das ist jetzt die Frage. Da können wir uns gar nicht verstecken. Das habe ich nicht gesehen. So, da oben ist der mit dem Scharfschützengewehr. Theoretischerweise könnten wir den ja auch mit dem Scharfschützengewehr ausschalten.
kriegen wir den einen hier vielleicht noch weg? Ist denn der? Das ist jetzt die Frage. Ich finde, wir sollten die Wand sprengen. Selbst nachsehen. Moment mal. Scheiße. Was war das? Da war nix. Da war nix. Komm einfach nach hier. Komm. Wunderbar. Ne? Lass dich doch nicht immer ablenken. Okay, da steht doch ganz blöd irgendwie. So, der Typ ist da oben drauf. Du musst wegen der blöden Wurzel jetzt da rumlaufen. Willst du mich hier... So ähnlich haben wir das ja schon bei Tomb Raider gemacht. Wichtig ist auf jeden Fall erstmal die Scharfschützen auszuschalten. Weil die sind echt übel teilweise. Ist da noch einer? Oh, da war noch einer. Mist. Okay, Problem ist... Der eine läuft jetzt hinten in den Büschen rum. Der guckt jetzt hier so dumm hin. Da oben kann ich mich nämlich, meine ich, nicht verstecken, oder? Das Gras ist ein bisschen dünn. Also ich würde den, wenn es möglich ist, ehrlich gesagt, lieber als letztes ausschalten. Nein, zieh ihn doch nicht aus dem Gras raus. Lass ihn doch im Gras drin. So, Explosion wäre natürlich auch ganz schön. Aber es wäre noch schöner, wenn wir den einfach überraschen könnten. Oh, 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 nein, 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 hast du nicht, hast du nicht. Du hast nichts gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Was hast du gefunden? Ich glaube, wir sind safe. Genau. Das, was da so silbern am Blitzen ist, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Nein, nein, nein. Da hinten. Ah, nee, das war der. Drehst du vielleicht auch mal. Ach, das können wir auch wieder. Das ist gut. Was nicht so gut ist. Ich brauche da unheimlich lange, um da hinten reinzukommen, ne? Der dreht sich auch nicht um, oder? Moment mal. Nein, nicht Moment mal. Ein Toter! Seid vorsichtig! Okay, alle ausschwärmen! Was heißt denn alle? Sind das nicht nur noch die zwei? So, aber das ist schön, dass du Richtung Gras gehst. Da ist eine Mauer. Nein? Ach, jetzt haut der nicht ernsthaft wieder da hinten hin ab, oder? Willst du mich jetzt veräppeln? Komm hier vorne wieder ins Gras rein, komm. Schrotflinte, Schrotflinte. Ja, ja, ja. Ist toll, dass der eine Schrotflinte hat. Der darf doch mitschießen, wo er mitschießen will. Das ist doch alles gut. Ach, der ist jetzt da hinten hingelaufen. So. Moment mal. Sonst war jetzt keiner mehr. Das war nur noch der eine. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Oh, oh. Ich wollte gerade nach oben laufen. Komm, dich kriege ich jetzt auch noch ausgeschaltet, ohne dass wir hier rumballern müssen. Komm, komm her. Ich habe jetzt Blut geleckt. Jetzt muss ich dich auch noch im Stealth-Mode killen. Kleiner, komm her. Schau nach, wo dein Kumpel geblieben ist.
Kleines feiges Aas, du. Gar nicht gut. Ah, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Hinläuft. Ja, das ist scheiße sowas, ne? Da hast du recht. War das alle? Mist. Alles sauber. Mal sehen, was wir hier haben. Ich wollte gerade sagen, ich wollte mich jetzt eigentlich darauf warten, dass sie sagt, dass es alles war. Nee, das war das Falsche. Wie war das? Wie kann ich denn... Oh. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich eine Granate nehmen. Bin ich denn doof? Wie kann ich denn jetzt Granaten nehmen? Achso, mit R1 war das, glaube ich, ne? Ah, ja, ja, ja. Okay. Entdeckung! Sehen, was sie hier zugemauert haben. Ne? Und wenn die ja alle weg sind? Noch ein Wappen eines Hoysala-Königs. Ach. Das hat jemand sehr sorgfältig versteckt. Ja, schau mal einer gucken, ne? Das hat sich gelohnt. Hab noch ein Andenken. Steht mir natürlich wieder so doof im Weg rum. Ich hatte aber eben... Nee, das war ganz am Anfang, glaube ich. Hatte ich gesehen, dass ich noch was öffnen konnte. Oder war das... Nee, das war von hier aus links, glaube ich. Ist denn hier irgendwas bei, was wir nehmen können? Natürlich nicht. Da, genau, da war es. Den hatte ich vorhin gesehen. Stufe 3. Heißt das, wir haben jetzt einen Granatwerfer hätten wir haben können, oder? Na? Einen haben wir schon mal. Ja. Sehr schön. Ja, schallgedämpfte Pistole ist natürlich immer gut. Das Problem ist, dass ich dafür eigentlich keine Munition habe, ne? Aber gut, 60. Schallgedämpft ist natürlich besser, als wenn wir jetzt eine andere, also eine normale Pistole nehmen. Würde ich sagen, nehmen wir die definitiv mit. So. Ich würde allerdings auch sagen, da wir das jetzt hier so schön gemacht haben und freigelegt haben, ich gucke jetzt extra noch nicht hier oben, beziehungsweise doch, ich könnte hier nochmal kurz hochklettern. Ah, da müssen wir rumhangeln. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal... Nicht mit mir sprechen, wenn ich gerade was erkläre. Machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich weiß ja nicht, wie lange das in dem Gebiet noch dauert. Und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.